Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Dschungelcamp haben wir endlich hinter uns gebracht. Das Thema Kim, Virginia, Mike, Heiter und Layla haben wir endlich geschafft. Gratulation an Lucy, die Dschungelkönigin. Wenn es jemand verdient hat, dann sie, wie ich persönlich finde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das auf jeden Fall so. Ich bin froh, dass kein anderer da gewonnen hat. Keiner hätte es so sehr verdient wie Lucy, die nicht auf Zwang irgendwas herbeigeschwört hat, die einfach ihr Ding gemacht hat, die authentisch war, wie ich finde, die nicht irgendwas vorgespielt hat, irgendwelche Liebesromans, irgendeinen Streit angezettelt hat für Sendezeit, die hat das mit ihrer Persönlichkeit gemacht. Und das ist halt einfach, die hat's verdient, wie ich persönlich finde. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, schreibt es gerne mal unten rein. Ja, also haben wir das Größte, das Schlimmste jetzt hinter uns gebracht. Der Dschungel ist vorüber. Das heißt, die richtig guten neuen Trash-Reality-Formate stehen in den Startlöchern bzw. sind in der Pipeline. Nämlich, es wurde geoutet, wer bei Make Love, Fake Love dabei ist und ab wann das losgeht und Kampf der Reality Stars hat heute die Teilnehmer auch ebenfalls gelauncht. Ja, das beides und noch viel mehr dann heute in dem Video. Und damit würde ich sagen, let's go. Er liebt mich, er belügt mich. Er liebt mich, er belügt mich. Ich bin Antonia Himmer, 23 Jahre alt und man kennt mich vielleicht aus den Formaten Bausuchtfrau oder dem Sommerhaus der Stars. Nun bin ich die neue Single Lady bei Make Love Fake Love und ihr könnt euch selber ein Bild davon machen, ob ich meine Liebe gefunden habe oder doch Pech im Spiel habe ab dem 20. Februar auf RTL Plus. Ja, wie ihr es nämlich gerade gesehen habt, Antonia, die Ex von Bauer Patrick, ist die neue Frau bei Make Love Fake Love. Und ich hatte auf Instagram eine Umfrage gemacht. Was sagt ihr dazu? Und ja gut, das war eigentlich 95% negativ. Die meisten sagen, ich bin enttäuscht. Antonia passt nicht da rein, wird langweilig. Dann hatte ich sogar Antworten bekommen wie, wer will sie denn daten? Ja, und da kommen wir zu diesem Punkt, wer will sie denn daten? Und darüber wollte ich mit euch nämlich sprechen. Als allererstes wollte ich euch fragen, okay, wie findet ihr das, dass Antonia dabei ist? Weil YouTube und Instagram ist ja immer noch mal manchmal was anderes. Schreibt es mir gerne mal unten rein. Dem, der Dreh schon beendet war, kam gerade frisch raus ein Artikel zum Thema Antonia und Bauer Patrick. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe meine Meinung zu meinen Reactions zu Bauer Patrick immer wieder kundgetan. Ich habe gesagt, dass ich ihn nicht gesund finde, dass ich ihn sehr, sehr toxisch finde und berechnend und einfach nicht als guten Menschen. Und bei Promibüßen hat er versucht, seine guten Seiten zu zeigen. Aber sorry, das macht er mit sowas immer wieder komplett kaputt. Denn Bauer Patrick sagt tatsächlich, er weiß nicht, wer die gecastet hat. Also könnt ihr euch das vorstellen, dass euer Ex, der euch generell schon so sehr gedemütigt hat im TV, euch erniedrigt hat, fertig gemacht hat, bei Promibüßen war und ihm das Ganze vorgehalten wurde und er das eingesehen hat zum Teil, da kommt er auf die Idee, nachdem es auf Instagram geoutet wurde, dass sie die neue Hauptrolle ist bei Make Love Fake Love, da kommt dieser eklige Ex um die Ecke und sagt noch einen Spruch, ich weiß nicht, wer die gecastet hat. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie viel Fremdscham ich empfinde und wie viel Mitleid ich mittlerweile für diesen Mann empfinde. Es geht einfach gar nicht. Patrick, du solltest dich schämen, ehrlich. Ich frage mich, wer dich gecastet hat. Ich sage dir, wer dich gecastet hat. Menschen, die Charakteren wollen im TV, worüber wir uns auslassen können, worüber wir uns aufregen, damit die Einschaltquoten oben sind. Ja, die Wahrheit ist nämlich genau deswegen. Nicht, weil du gut aussiehst oder besonders bist, sondern einfach, weil du negativ polarisierst. Deswegen bucht man dich. Mein Gott, das musste ja mal jemand so frei ins Gesicht sagen, weil das, was du hier vom Stapel lässt, permanent, das geht auf keine Kuhhaut. So, jetzt geht's weiter im Video. Und ja, Antonia, ich hätte es auch nicht gedacht, dass sie das ist. Es ging ja auch mal das Gerücht rum, dass es Aurelia Lambrecht sein soll. Und dazu muss ich sagen, da bin ich aber auch froh, dass sie es nicht ist. Es hätte auch irgendwie nicht gepasst, weil Aurelia ist halt so auch so richtig Trash-TV irgendwie. Aber Jelis, ja, aber Antonia ist so, weiß ich auch nicht. Ich bin auch so, ich bin ehrlich zu euch, also ich war auch so, wo ich dachte, oh, passt es und die Männer, die sie daten. Das Ding ist, da wollte ich mit euch drüber sprechen. Ich verstehe nämlich die negativen Meinungen dazu soweit, denn Antonia kam ja bei Sommerhaus der Stars und Co. immer sehr, auch bei der anderen, bei Promibüßen war sie dabei, sehr
Promi-Büßen? Doch, da war sie doch, ne? Ja, auf jeden Fall zwei Formate, wo sie in beiden Formaten sehr unsicher, nicht selbstbewusst rüberkam, immer noch stets. Ich meine, das ist auch klar, wer mit Bauer Patrick zusammen ist und sich die Scheiße freiwillig antut, bei Sommerhaus der Stars, das war bei mir damals ja auch so, wo ich in diesen toxischen Beziehungen gefangen war, mein Selbstbewusstsein war am Arsch. Ja, und das ist halt einfach so. Deswegen bin ich so geteilter Meinung. In der einen Meinung ist so, vielleicht tut ihr gerade so ein Format richtig gut, wo Männer um sie werben, sich, also ob das dann real ist, ist so eine andere Sache, aber das können wir noch nicht vorwegnehmen, wer weiß es, weil das heißt ja nicht, nur weil sie nicht selbstbewusst ist, dass sie nicht liebenswert ist und sie muss einfach auch nur mal an den richtigen Mann kommen, der sie nämlich so liebt, wie sie ist und dann ihr auch hilft, ne, ihr Selbstbewusstsein wieder aufzubauen. Das heißt nicht, dass es durch einen Mann funktioniert nur, sondern es kann zusätzlich helfen, wenn man an einem gesunden Mann gerät, ne, nicht mich falsch verstehen. Und deswegen finde ich das auf eine Art relativ, könnte ich mir vorstellen, dass das sehr gut für sie ist, für ihr Selbstbewusstsein und auch für ihr Image. Andererseits ist das immer so, weil mir viele gesagt haben, ja, aber wer will die denn und so und warum? Ist es für viele Männer auch bestimmt unattraktiv oder abtörend, wenn die Frau so unsicher ist. Und vor allen Dingen, man kennt sie ja aus dem Trash-TV, man kennt ja, wie fertig sie war, die Arme, wie viel geweint hat, was sie hat mit sich machen lassen, wie man sie behandelt hat. Und da ist dann so ein Ding, so dieses, die zwei Lagermänner wird es da geben, ne? Und das finde ich interessant dann doch. Also ich habe erst gedacht, so, soll ich das denn gucken oder nicht? Ja, wir werden auf jeden Fall drauf reacten. Und zwar jede Folge, wie letztes Jahr, da habe ich jede Folge drauf reacted und immer pünktlich up to date. Das heißt, Make Love, Fake Love werden wir auf jeden Fall ins Programm mit reinnehmen. Immer pünktlich, einen Tag nach Ausstrahlung. Also hoffentlich seid ihr da am Start. Ja, und deswegen, darauf bin ich gespannt. Welcher der beiden Lager wird's? Was für Männer wird's? Wie ehrlich wird's das sein? Vor allen Dingen, weil es ja sowieso die Frage ist, wer ist vergeben und wer nicht bei Make Love, Fake Love. Und das muss sie auch rausfinden. Das heißt, es wird für sie auch nochmal doppelt so schwer. Und wenn sich jemand in sie verliebt und keine Freundin hat, meint er es wirklich ernst mit ihr. Deswegen, es wird sehr, sehr, sehr interessant. Deswegen lasst uns da positiv sein und guter Dinge sein. Und lasst uns einfach Antonia pushen und nicht so negativ dann so. Lasst mal das Ganze positiv sehen, dass es ihr gut tun wird auf jeden Fall. Und ihr das gönnen. Ja, lasst uns ihr das gönnen. Und die hat es verdient. Ja, egal, ob es vielleicht jetzt nicht, ob es passt oder nicht. Aber vielleicht, na, das Fernsehen macht ja immer was draus, ne? Deswegen lassen wir uns da überraschen, aber schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Kommen wir zu dem nächsten Thema und zwar Kampf der Reality Stars geht wieder los. Ja, wann genau wurde noch nicht bekannt gegeben, auf jeden Fall auch bald, denn die Teilnehmer wurden schon geoutet und da sind ein paar dabei, die man kennt und ein paar, die man irgendwie gar nicht kennt und die wollte ich mit euch mal jetzt durchgehen. Wir blenden jeweils das Gesicht auch immer hier ein, damit man auch direkt ein Gesicht dazu hat, falls man die nicht so auf dem Schirm hat, weil nicht jeder guckt ja auch immer alles oder nicht jeder ist überall aktiv von uns Zuschauern, oder? Und zwar sollen dieses Jahr mit dabei sein Reality-TV-Sonnenschein Tanja Tischewitsch. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Und zwar ist das die Tanja, die braunhaarige Tanja, die wir, glaube ich, kennen vom Bachelor. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn man sie sieht, dann ja, okay. Man kennt sie, aber ich weiß nicht genau, woher. Ihr könnt mir gerne unten reinschreiben, woher. Dann die Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin Elsa Latifei. Und Theresia Fischer sind dabei. Dann TikTok-Superstar Noah Krämer. Und da wollte ich jetzt mal zusammen mit euch reingucken. Ja, also ich kenne Noah Krämer jetzt nicht. Kennt ihr Noah Krämer? Dann ist auf jeden Fall dabei Prince Charming-Teilnehmer Kevin Schäfer. Instagram-Star Keno Veit. Kenne ich auch nicht. Kennt ihr den? Big Brother-Diva Valencia Stör. Die Sommerhaus der Stars-Teilnehmer, und die kennen wir, Maurice und Alex Petrovic, sind bei Kampf der Reality-Stars dabei. Und das wird natürlich hier unser persönliches Highlight, nicht wahr, Freunde der Nacht? Maurice und Alex Petrovic. Can you believe? Ja, die beiden Herren der Schöpfung sind dabei. Ich glaube, es rettet die Staffel. Die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer Cecilia Azoro und Giselle Oppermann sind dabei.
Cecilia bringt Feuer da rein. Vor allen Dingen, sie ist zusammen mit Alex Petrovic und Maurice da drin. Jetzt kommt ihr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hot Banditos-Sänger Silva Gonzalez ist drin. Den kennen wir auch, den Silva. Der auch nicht so ganz abgeliefert hat, negativ. Und Ballermann-Star Easy Glück. Willi Herrens Schwester Annemie Herren. Promiseerin Lilo von Kiesenwetter, Köln 50667 Urgestein Christoph Oberheide. Ja, den kenne ich noch, den habe ich mit ihm zusammen gedreht. Und zu ihm habe ich auch meine ganz persönliche Meinung. Und ich versuche, die halt einfach rauszulassen und es so zu reacten, wie es kommt. Bachelor in Paradise Finalistin Colleen Schneider ist dabei. Bullshit TV Mitgründer Chris Manazidis. Die Superzwillinge Heidi und Heike Kapuste und Nina Anhan, Ehefrau von Rapper Haftbefehl. Und was mir auffällt, ist hier, dass es wirklich querbeet ist, aber dass wirklich viele Social Media Stars dabei sind diesmal. Von TikTok bis Instagram ist da drin. Von Köln 50 ist jetzt auch, es war ja Pia Tillmann, die so in die Reality-Schiene reingegangen ist mit ihrem Mann. Und jetzt rückt halt so ein Christoph Oberheide nach, weil Köln 50 wird ja abgesetzt. Na, ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst. Die haben halt nicht mehr die Einschaltquoten, wie sie früher einmal waren. Und ich glaube, da werden dann noch mehr irgendwie demnächst nachrücken ins Reality-TV, weil die müssen auch irgendwie weiterhin ihr Geld verdienen, nicht wahr? Genau, und Sänger sind dabei, also es ist querbeet. Eigentlich finde ich das so wie, so hätte ich mir den Dschungel vorgestellt. Oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Freunde. Das ist so eine Cast wie für den Dschungel eigentlich. So, gut, da hätten noch so 2, 3 alte Klopper reingekonnt. So, ne, alte Stars. Aber ansonsten finde ich die Cast besser als Dschungel. Ich weiß nicht, wie es euch geht irgendwie. Schreibt mir das auch mal gerne unten rein. Ich weiß also nicht besser, aber interessanter, weil Cecilia drin mit Maurice und Alex. Und dann sind hier die TikToks da, aber dann hier auch wieder Willi Herrens Schwester, dann hier im Ballermann, da wieder Hot Banditos Ehe und dann die Ehefrau von Rapper Haftbefehl ist drin. Also das ist sowieso Dschungel eigentlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht und was ihr dazu sagt. Als Gewinn winken wieder 50.000 Euro, genau. Übrigens, Kraft der Reality Stars wurde 2022 genau mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und verlangt seinen Teilnehmenden alles ab. Die Promis müssen in Action- und Geschicklichkeitsspielen überzeugen, ihre Denkfähigkeit unter Beweis stellen und zeitgleich versuchen, die Konkurrenz mit Taktik aus der Show zu befördern. Und jetzt haltet euch fest, natürlich, auch in der 5. Staffel wird das Trash-TV-Spektakel wieder von Kathi Hummel 36 moderiert. Hi. Erinnert ihr euch noch? Hi. Ja. Und Maurice, was sagst du denn dazu? Du bist ja hier, ne? Der Kerl in der Cast. Und was sagst du denn dazu, dass auch jetzt der Alex Petrovic hier drin ist? Das wird Kathi Hummels sein, ja. Eieieiei. Aber wir gucken uns das an und würde sagen, ja, Freunde, eure Meinung gerne in die Kommentare. Das werden wir übrigens auch natürlich komplett reacten, wie die letzten Jahre auch. Jede Folge Kampf der Reality Stars on time, pünktlich, einen Tag nach Ausstrahlung, damit ihr Bescheid wisst, welche Formate zu 100% hier bei mir reacted und voll reacted auch werden. Damit ihr nicht denkt, auch wieder nur so halb, halb. Dschungel habe ich ja noch nie ganz gemacht. Da hat dann nämlich jemand sich beschwert mit ihm und er wird da ganz so gar nicht. Nee, habe ich noch nie ganz gemacht, sondern immer nur das Wichtigste aus den Dschungelshows rausgesucht und darüber geredet, ne? Aber den Rest machen wir hier komplett. Das heißt, Make Love, Fake Love ist in der Pipeline bei uns und Kampf der Reality Stars. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich mache auch wieder Livestreams dazu. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Danke, dass ihr heute wieder eingeklickt habt. Einen Daumen nach oben nicht vergessen. Ein Pimmel in die Kommentare für den Algo. Und ja, dann hoffentlich sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Ich habe euch lieb, Freunde. Bleibt gesund. Tschüss zusammen.